In dem heutigen Video würde ich euch gerne ein paar Zahlen, Daten und Fakten zu einem meiner Weißglas-Aquarien nennen. Das Becken hat die Maße 60 x 40 x 40 cm und fasst somit ca. 90 Liter Wasser. Gefiltert wird das Becken mit dem Crystal Profi E902 und als CO2-Anlage verwende ich die von Dennerle. Das ist eine 500 Gramm Einwegflasche, die in dem Becken und bei der Blasenzahl circa 3 Monate hält. Ich verwende, um den CO2-Gehalt im Wasser zu messen, einen Hang-On-Checker mit der Indikatorflüssigkeit für 25 Milligramm CO2 pro Liter. Die Lampe, die das ganze Becken beleuchtet, ist die Twinstar Light 2 600EA. Diese Lampe hat 2550 Lumen und macht somit auf einen Nettowert von 60 Litern Beckenwasser 42 Lumen pro Liter. Zum Bodengrundaufbau ist zu sagen, als unterste Schicht habe ich Vulcano Mineral verwendet, 9 Liter. Darauf kam Bacta 100 von ADA und oben als Deckschicht rehbrauner Farbkies. In dem Aquarium habe ich Serio-Steine verbaut, auch besser bekannt als Mini-Landschaft, und dabei brauchte ich ca. 30 Kilogramm Steine. Die Rückwandfolie ist eine schwarze Folie und ich verwende in diesem Becken keinen Heizer. Als Pflanzen habe ich gewählt die Cryptocoryne Pava als Bodenpflanze. Im Vordergrund auf den Steinen und etwas im Hintergrund Korallenmoos, das ich auf kleine Vulcano-Mineral-Steinchen geklebt habe und somit zum Beschneiden ganz einfach aus dem Becken entnehmen kann und nach dem Schnitt ganz einfach wieder an den Platz zurücklegen kann. Als kleine Akzente habe ich gewählt Cryptocoryne Hobbit und die Cryptocoryne Crispitula. Im Hintergrund Cuphea anaguladia. Als Aufsitzerpflanzen zudem verschiedene Buse Phalandra Arten, die Buse Phalandra Bukit Kelam Sintang, Buse Phalandra Biblis, Buse Phalandra Lamantau Mini Red und die Variante Katharina und die Buse Phalandra Taya Green. Zum Besatz ist zu sagen, in dem Aquarium befinden sich ca. 30 Red Sakura Garnelen plus eine gewisse Anzahl von Nachkommen. Ich habe 10 Prachtregenbogenfische, Iriterina werneri, und 8 grüne Neons, Microdeophario kubotai. Zudem sind 8 pinke Posthornschnecken enthalten. Zu den Wasserwerten. Ich benutze generell in all meinen Becken Osmosewasser, das ich aus einer Umkehrosmoseanlage von Amtra gewinne. Als letzte Filterstufe läuft ein Silikatfilter, auch von der Firma Amtra, der die letzten Reste Silikat zuverlässig aus dem Wasser filtert und so einen Leitwert von 0 Mikrosiemens zu erreichen sind. Die Wasserwerte
Hier in diesem Becken sind wie folgt GH6, KH4 und somit komme ich auf einen Leitwert von 350 Mikrosiemens. Ich hoffe, euch hat die erste Vorstellung des ersten Weißglas-Aquariums gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid.